In der aktuellen Krise halten Fernfahrer das Land am Laufen. Dank ihnen sind die Supermärkte voll. Doch es gibt ein Problem. Trucker dürfen nicht aufs Klo. Der Grund? Wegen Corona sind die Pausenräume und Restauranttoiletten geschlossen. Das Schlimmste ist natürlich bei den Ver- und Entladern. Die bekommen zum größten Teil Verbot, auf Toilette zu gehen. Und man sagte ihnen, wenn sie ihre Notdurft verrichten müssten, müssten sie da bitte draußen irgendwo sich ein Stück suchen, wo sie hingehen könnten. Auch eine normale Ruhepause ist gerade nicht mehr möglich. Sie können ihre Mahlzeiten nur mit nach draußen nehmen und können die dann im LKW verzehren. Ist es natürlich auch traurig, wenn der Fahrer 24 Stunden in dem Fahrzeug lebt. Doch fehlen ihm natürlich auch die sozialen Kontakte. Trucker haben keine schönen Pausen mehr und dürfen nicht aufs Klo. Vielleicht nicht das wichtigste Problem der Welt, aber ein drängendes. Hier, wo die Politik wegschaut, muss Late Night Berlin anpacken. Deshalb haben wir LKW-Fahrer aus ganz Deutschland zu einem Rasthof in der Nähe von Berlin geladen. Was sind die Dinge, die jetzt seit Corona sich echt noch mal verschlechtert haben? Was sind die Dinge, die dich stören? Es ist stellenweise katastrophal mit den Raststätten. Ob du auf der A2 bist, egal wo du lang fährst. Die normalen Raststätten haben vielleicht 2 Toiletten, vielleicht 2 Duschen. Ja, also Raststätten, ich sag mal, sauber sind sie nicht gerade. Ja. Viele haben zu. Man kann ja so Gemeinschaftsräume jetzt auch nicht mehr so nutzen wie damals. Nee, oder? Wenn wir essen, müssen wir natürlich wieder ins Auto. Ja. Und nach 4,5 Stunden Fahrt möchte ich mich dann auch mal woanders hinsetzen, außer auf dem Platz, wo ich 4,5 Stunden sitze. Ja, die Bedingungen sind schon nicht schön. Gerade was so die Toiletten betrifft und Duschmöglichkeiten. Die Situation der Trucker muss sich ändern. Heute wollen wir ihnen die beste Pause der Welt schenken. Ich kann das nicht für jeden verbessern, aber für dich zum Beispiel kann ich es verbessern. Ich habe eine sanitäre Anlage. Also der Scheich von Brunei kackt nicht so luxuriös. Komm mal bitte mit. Alles soll heute den höchsten Ansprüchen genügen. Und dazu gehört auch ein Klo, das seinesgleichen sucht. Late Night Berlin, Cuckingham Palace. Eine wahnsinnige Untertreibung, wenn man hier von einer sanitären Anlage spricht. Und da darf ich jetzt so richtig so? Da darfst du, guck mal, guck's dir an. Da ist ja ein Thron, ist ein Traum. Ja, sicher ist das ein Thron, guck mal. Hier, da laufen die Trucker-Babes in der Endlosschleife. Geil. Sind auch Gemälde noch da. Ja, ist wunderschön. Ja, das ist original italienisches Marmorimitat. Und da gibt es eigentlich alles, was man will. Da gibt es den Kronleuchter aus dem Louvre. Ist das nicht schön? Das beste Klo, was ich bisher gesehen habe. Ja, das hoffe ich doch. Wir ziehen es ein Stück zurück. Ja, wir gehen mal außer Hörweite. Und geben dir jetzt all die Zeit, die du haben möchtest. Ich gönn mir das. Vielen Dank. Tschüss. Gönn dir, Dirk. Gönn dir. Dirk, ich habe noch eine Sache vergessen. Kann ich noch mal aufmachen oder ja, ist schon soweit? Ja, okay. Guck mal hier, ich habe hier noch einen Herren, der dir noch was überreichen möchte. In den heutigen Zeiten sehr rar, jawohl. Nicht alles auf einmal, ne? Nein. Gut. Alles klar. Dank. Gut. Danke dir. So. Tschüss. Bitte geh doch einmal rein. So. Ich mach mal zu, ne? Na klar, mach mal zu. Ja, jetzt wollen wir natürlich noch mal für die richtige Atmosphäre sorgen. Gérard, s'il vous plaît. Wir gehen weiter weg, also entspann dich, ja? Ach, hervorragend. Wie hat sich das angefühlt da drin? Sehr schön, vor allen Dingen der Geiger im Hintergrund. Traumhaft. Musik auf Klo, das ist geil. Herrlich, da lässt sich das schön. Gut, dann komm mal. Coole Sache. So sieht ein glücklicher Mann aus. Aber es war ja noch nicht alles. Zu einer schönen Truckerpause gehört noch mehr. Ein richtig gutes Mittagessen, was man nicht im Führerhaus essen muss. Alles für mich? Alles für dich. Alles komplett für dich. Deshalb haben wir ein exklusives Trucker-Menü zubereiten lassen. Sagt dir Sterneküche was? Ja. Ja? Du wirst jetzt hier Sterneküche erleben. Für unser Trucker-Menü haben wir einen der besten Köche der Welt engagiert. Tim Raue.
Er besitzt 2 Michelin-Sterne und ist der einzige Deutsche bei Chef's Table. Now he is the best chef in Germany by far. Er hat ein exklusives Trucker-Essen zubereitet. Tim Raue kocht Buletten. Damit ihr kräftiges Essen habt, haben wir aus dem Restaurant Tim Raue ein 2-Sterne-Bulettengericht gemacht mit Schnittlauchstulle, eingelegten Cornichons und Perlzwiebelchen und einer richtig schönen, kräftigen Senfcreme. Es ist Boulette de Bleifuß avec le jus froid et Senf und Brot. Hier trifft Sterneküche auf Autobahn. Ja, na dann, guten Appetit. 2 Bulettchen mit schönen Brötchen, ist ein Traum. Die hat er richtig gut gemacht. Da kriegt er auch ein Bienchen, der Tim Raue. Ja, das kann der, ne? Buletten kann der Tim Raue. Könnte ich öfter haben. Also die sind voll lecker. Ich teile mir die jetzt ein und nehme die mit. Ich werde immer so ein bisschen müde nach dem Essen. Deswegen möchte ich jetzt, dass du diese erste Müdigkeit, die man so nach dem Essen hat, dass du die hier ausleben kannst. 4,5 Stunden am Stück müssen die Trucker konzentriert fahren. Deshalb ist Entspannung in der Pause ganz wichtig. Zurzeit ist das schwer möglich. Heute ändern wir das. Ein Massagesessel. Da musst du die Beine da in diese Öffnung da rein tun. Eine Zigarre hätten wir auch noch über, auch ein paar mehr, je nachdem. Ja, gerne. So, jetzt musst du einmal oben auf On drücken, ganz oben in der Mitte. Und jetzt pass auf. Jetzt lass es geschehen. Lass es einfach geschehen. Traumhaft. Das ist ja nichts Höheres. Geil, ne? Ja, also der Massagestuhl war natürlich der Oberhammer. Das ist vom Feinsten. Wären das so Pausen, wie man sie sich vorstellt in deinem Job? Fall. Ja? Auf jeden Fall. Rücken ist immer gut. So sieht eine richtige Pause aus. Eine Pause, wie sie sich die Trucker verdient haben. Das ist leider nicht immer so. Nicht immer können Trucker so entspannen, wie sie es sich wünschen. Wie glücklich du aussiehst. Richtig zufrieden, ne? Ehrlich. Aber für einen Tag war das jetzt anders. Ein wenig Abwechslung im harten Arbeitsalltag. In einem Job, den sie trotz Krise machen, damit wir versorgt sind. Bis dann. Tschüss. Euer Klausi.